Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Whale Valley. Wir sind hier unterwegs. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt in der jetzigen Folge diesen Güterzug fahren mit 9 Wagen. Das wird sehr witzig, weil wir fahren immer noch mal mit dieser kleinen blauen Lok. Und ich weiß nicht, ob sie das aushalten wird, aber wir probieren es jetzt einfach einmal. Wir nehmen den Auftrag einmal an. Und wir gucken in der Zwischenzeit mal, ob wir uns... Ja, wir müssen gewisse Gebühren bezahlen. Gebühr? Nur 2000 bezahlt werden. Okay. 2000 können wir wohl machen. Machen wir dann. Gehen wir hier hin. Und jetzt gucken wir mal, ob das auch wirklich die sind, die wir... Lizenzzuglänge. Das können wir gleich auch mal ins Inventar kurz tun. So. Frachtauftrag. In D2.0. Das ist D2.0, ne? Nicht, dass wir jetzt die falschen Wagen mitnehmen. Ne, ist D2.0. So. Jetzt transportieren wir so richtige Boxcars, wie man es, wie die Amerikaner sagen. Wir hängen sie an, drehen die Kurbel fest. Dann verbinden wir das miteinander. Jetzt öffnen wir die Absperrhähne. So. Die Lok ist nicht mehrfach traktionsfähig, ne? Ne, die hat kein dementsprechendes Kabel. So. Handbremse gelöst. Handbremse gelöst. Wir gehen jetzt nach den Handbremsen. Gucken, es sind 9 Wagen, die wir jetzt befördern. Mitten durch die Nacht. Mal gucken, wann es wieder hell werden wird. Gelöst. 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 Und gelöst. Richtige. Was noch cool wäre, wenn hier so Schauzeichen wären an den Wagen, die erkennen, ob der Wagen eine Druckluftbremse hat und dann auch noch anzeigen, ob gelöst oder nicht gelöst, könnte man richtig eine Bremsprobe machen. Aber ich glaube, das wär zu viel. Ich glaube, da wollen die Entwickler nicht unbedingt hingehen. So, jetzt schalten wir hinten das Licht noch aus. So. Schalten wir die noch wieder ein. Fahrtrichtungsränder legen wir nach vorne. Gut. Dann machen wir die Tür zu und dann sind wir abfahrbereit. Dann lösen wir noch die Lockhandbremse wieder. Jetzt gucken wir, ob es rollt. Es rollt. Jetzt ist die Hauptluftleitung auch komplett gefüllt. So. Aber das wird jetzt böse. 9 Wagen mit der Lok. Holla, die Waldfee. Ja, okay. Aber ich wollte es so. Nicht ihr wolltet es so. Wir können ja mal ein paar Folgen... Oder wir können ja irgendwann mal im Livestream was aufnehmen. Also so ein Live-Let's Play. Und dann könntet ihr die Folgen entscheiden. Also die Zugfahrten. Das können wir dann gerne mal machen. Erstmal, die Drehzahl ist jetzt, kommt an den bösen Bereich wieder ran. Das heißt, wir legen das Getriebe nach vorne. So. Wunderbar. Müssen wir mal gucken, dass wir hier aber vielleicht durch 3S wieder fahren. Oder durch 1L.
1L dürfte ja auch wieder frei sein. Einmal bitte nach links. So. Ja, 1L müsste frei sein. So. Eine gute Frage ist auch noch, was die Lok so an sich an Geschwindigkeit schafft. Ich meine, wir haben jetzt wieder 9 Wagen dran. Das sind 500 Tonnen. Jetzt kommt das Öl in Übertemperatur. Jetzt müssen wir den Regler fein justieren, dass die Öltemperatur sinkt. Die sinkt. Die Drehzahl steigt ein bisschen. Die Geschwindigkeit steigt ein bisschen. Und wir fahren an den Wagen vorbei. Wunderbar. Dann legen wir den Regler erstmal aus, weil ich glaube, hier hinten darf man nur mit 30, soll man, glaube ich, nur durch den Tunnel fahren. Oder? Durch was kann man mit dem Tunnel fahren? Mit 70! Ja gut. Wir werden jetzt dann gleich an Geschwindigkeit aufbauen. Es geht ja jetzt bergab. Und zwar mit 1,3 Promille. Okay. Wir werden jetzt ja gleich wirklich wieder an Geschwindigkeit hochrollen. Oh. Wenn ich so mache, dann mag mein Greenscreen das gar nicht, weil ich einen Schatten nach hinten werfe. Boah, ihr seht sogar gerade den Schatten. Wunderschön. So, 40 km/h. Wir rollen, wir lassen erstmal rollen. Wie gesagt, wir dürfen nur gucken, dass wir von der Drehzahl nicht zu hoch kommen. Das mag die Lok ja gar nicht. Wenn ich jetzt das Getriebe nach hinten ziehe, würde mir die Lok explodieren, weil das, weil der Drehzahlgeber, der sagt dann, beziehungsweise die Drehung, die am Motor ankommen würde, würde den Motor halt zerfetzen. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich kann dann genaueres dazu sagen, wenn ich dann den Diesel-Lehrgang irgendwann mal hatte. So, 55. Wundervoll. Sandstreuer funktioniert, glaube ich, gar nicht. Okay. Holla, die Waldfee. Wir sind gerade mit 70 durch die 50er Weichenverbindung gefahren. Das kann man auch nur in D-Rail Valley machen. Das sollte man auch nur in D-Rail Valley machen. So. Wir sind da. Okay. Wir wollen... Wohin müssen wir genau? Maschinenfabrik und Stadt nach C4I. Dann wollen wir da doch auch mal gucken. Maschinenfabrik und Stadt. Okay, da kommen wir über... Wie kommen wir rein? Wir kommen über den Süden rein. Geradeaus, geradeaus. Okay. Wunderschön. 70 dürfen wir hier wieder.
Aber wirklich viel beschleunigen werden wir auch nicht mehr. So, das dürfte... Ja, das passt. Versteckt die Öltemperatur nicht, sondern fällt sogar wieder. Wir halten unsere 45 km/h. Wundervoll. Jetzt kommt so, jetzt so ein schönes Gewitter. Da sieht man sogar den Zustand der Lok. Interessant. So. Mein Handy klingelt. Also klingelt nicht, sondern hat sich gerade bemerkbar gemacht. Ja, da kriegen wir nur mit der großen Diesel-Lok oder mit der Dampflok dann hin. So, 50 halten wir aber, das ist schön. Iskar-Werkzeuge. Leicht über 50. Wir sind kurz vor Steel Mill. Ja, wir sind jetzt... Ah, da hinten wird FRC sein, oder? Ja, im Prinzip, ja. So, Steel Mill. Da hoffen wir, dass wir mit einem vernünftigen Tempo durchfahren. Warte, ich will die mal aufnehmen. Dann müssen wir durch FM durch. Durch OWC durch. Durch CSW durch. Und dann nach FM. Okay. Also Steel Mill wird jetzt gleich einfach werden. Da fahren wir ungefähr dann hoffentlich nur mit 40 km/h durch. So, jetzt kommt hier gleich rechts die Werkstatthütte. Hier fahren wir ein gutes Stück kurz bergauf. Und jetzt geht es aber wieder bergab. Sobald wir hier über den Hügel sind, geht es hier wieder runter. Da hinten habe ich, gerade ein Licht gesehen. KI-Verkehr gibt es ja bisher noch gar nicht. Der ist auch weit in den Sternen, soweit ich das gesehen habe. So, die erste Weiche dürfen wir jetzt auf keinen Fall umstellen. Die ist nämlich für den Werkstattbereich. Aber wenn wir jetzt einfach gerade durchfahren... Da ist nix. Das Gleis hier in der Mitte durch ist frei.
Wundervoll. So. Wie ist eigentlich mit dem Treibstoff? Oh, der ist noch sehr gut. Ist noch quasi voll, die Lok. Das ist doch schön. So, jetzt sind wir schon mal in... Ah, wir haben ungefähr, ich sag jetzt mal... ein Drittel des Weges geschafft. Das ist doch schon mal etwas. Vielleicht wird das heute dann mal eine etwas längere Folge. Werden wir dann ja sehen. So. So, ja. Jetzt geht's nur gleich wieder bergauf. Oh, hier hätten wir rechts gemusst. Zugbremse rein. So, Richtungswender rückwärts. So. Also komm, den Regler machen wir nochmal raus. Wir müssen erst warten, bis der HL-Druck sich wieder aufgebaut hat. Kann ich eigentlich Scheibenwischer? Und die, die sind hinten dann auch an. Lol. So, dann rollen wir jetzt rückwärts. Bis wir über die Weiche drüber sind wieder. Und dann müssen... Das einzige Problem ist, jetzt wird es richtig scheiße, wieder an Geschwindigkeit aufzubauen. Ich dachte mir, da müssen wir doch rechts, oder? Da müssen wir doch rechts. Weil hier geht's bergauf. Da gleich Geschwindigkeit aufbauen. Das wird böse. So, gucken wir mal, wo kommt die Weiche. Die dürfte jetzt gleich kommen. Da ist sie. So, dann nutzen wir mal die Lokbremse. Gleich nur. So. So, in Realität würde man auch nie einfach rückwärts fahren. Okay, da müssen wir ein bisschen die Zugbremse benutzen. Richtungswender vorwärts. Lokbremse lösen. Zugbremse lösen. Das wird jetzt böse. Ah, da müssen wir, glaube ich, einmal zumindest in die zweite Stufe zurückgehen. Das könnte da schon besser funktionieren.
Ja, die Lok beschleunigt. Wunderbar. Bin ich doof? Ich hab die Weiche noch gar nicht umgestellt. Ah. Oh. Ich glaube, ich bin bescheuert. Ich glaube es mittlerweile echt. So. Wir rollen jetzt ganz einfach kurz nach hinten. So. Mehr aufschalten. Mehr Leistung, mehr Leistung, mehr Leistung. So, Richtungswender. So. So, jetzt aber. Okay. Hat uns ja nur knapp, ja, 6 Minuten gekostet. Ich bin ein Idiot, wusstet ihr das? Na gut. Nicht so. So. FM. Dann müssen wir jetzt auch mal gucken, dass wir durch FM durchfahren ohne Probleme. FM. Bitte sehr. Kommen wir von Nordosten. Fahren wir einfach durch. So, Drehzahl aus. Und Getriebe hoch. Und Getriebe hoch. Oh, der steht aber ein bisschen nah am Gleis dran. So, wir rollen. Es geht nämlich wieder bergab. So, wir laufen schon mal vor und versuchen. Ah, das ist ein Durchfahrtsgleis. Ja. Okay. Wundervoll. Müssen wir nur gucken, dass die Weiche hier auch wirklich auf das Gleis gestellt ist. Aber das sieht gut aus. Da kommt er. So, 40 km/h haben wir drauf. Dann legen wir den Regler auch mal wieder ein bisschen weiter nach hinten. So, durch FM fahren wir durch. Rechts wäre der Weg nach FRC gewesen. Okay. Gut. Gut, dass wir da nicht lang sind. Jetzt müssen wir gleich durch OWC. So, OWC. Das ist ganz hinten am Ende. Da können wir aber auch durchfahren. Okay. Wenn die Weichen richtig liegen.
Oh, es regnet mal wieder. Dann schalten wir den Scheibenwischer ein. Was passiert eigentlich, wenn ich beide einschalte? Damit erhöhe ich dann quasi den Takt. Okay. Jetzt müssen wir hoffen, dass die Weichen jetzt richtig liegen und dass da keine Wagen im Weg stehen. Sieht aber gut aus, als ob wir ein Durchfahrtsgleis erwischt hätten. Ja, ist das Durchfahrtsgleis. Gut, okay. Und jetzt kommt da gleich ein Prellbock. Dann weine ich. Aber nein, sieht gut aus. 70 dürfen wir fahren. So, wir erhöhen den Regler nochmal ein bisschen. Nein. Wir wollen keine Schnellreise machen. So, jetzt müssen wir uns gleich an der nächsten Dreieckskreuzung rechts halten. Wie schnell dürfen wir hier vorne? 60. Okay. Wir müssen hier rechts. Wo kommt die Weiche da? Die steht auf rechts. Wundervoll. Da dürfen wir aber nur mit 30. So, lösen, 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 lösen. So, wegen der Kurve hier sehr wahrscheinlich. Ja. Da werden wir jetzt gleich mit 50 sonst entgleist. So, CSW. Kommen wir gleich auch vorbei. So, und ab jetzt dürfen wir wieder 50. Das heißt, wir legen den Hebel wieder nach hinten. Zum Geschwindigkeitsaufbauen. So, der ganze Zug wird durch die Kurve durch sein. So. Da kommt jetzt gleich die nächste Weiche und da müssen wir auch wieder recht. Also ich merke auf jeden Fall, die Lok ist hierfür vielleicht nicht unbedingt gemacht.
die steht nach. Ah, da dürfen wir sogar mit 60 lang. Wunderschön. Dafür kommt aber jetzt gleich dann eine Kurve. Und da müssen wir uns auch rechts halten. CSW. Wie fahren wir da durch? Oh. Da sollten wir jetzt auf jeden Fall den Regler einmal ausschalten. So, wir dürfen jetzt auf jeden Fall nicht links. Also wir müssen rechts. Rechts. Und das dürfte es gewesen sein. Und jetzt dürfen wir wieder mit 80 fahren. Ja. Nein, ich will keine Schnellreisen. So, und jetzt sind wir auf bestem Weg nach Maschinenfabrik. So. Aber jetzt geht es hier, glaube ich, wieder bergauf. So. Oder geht es bergab? Ich bin mir unsicher. Weil das schaffen wir jetzt. Jetzt müssen wir uns links halten. An der nächsten Kreuzung und dann nochmal rechts. Ja. Links und dann einmal rechts. Und dann sind wir von hier oben nach quer darüber, hier hinten dann irgendwo. Also nicht da, da viel, viel weiter, aber da hier reicht meine Kamera leider nicht mehr hin. Also wir sind dann von hier, hier die ganze Strecke runter, hier längs, hier längs, hier längs und fahren jetzt noch bis hier. So, wundervoll. 40 km/h haben wir drauf. Wie viel Zeit haben wir für den Auftrag? 77 Minuten. Das haben wir gleich. Ich finde es auch schön. Das seht ihr jetzt gar nicht. So kann ich euch das jetzt zeigen. Hier 127 und das Meter ist nach hier unten gewandert. Finde ich auch gut. So, okay. Regler erhöhen. So. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr unbedingt die Facecam hier drin haben wollt. Ich habe mich jetzt mittlerweile an Facecam gewöhnt. Und finde das auch ganz nett. Aber müsst ihr entscheiden, ob ihr den Erik hier sehen wollt, ob ihr ihn nicht sehen wollt, ob es euch stört, ob ihr sagt... Kamera flackert zu viel. Macht die aus. Da werde ich dann aber eher auf den Großteil meiner Community hören und nicht auf Leute, die einzeln mal vorbeischauen. Bin ich ehrlich. So. In 0,4 kommt der nächste Abzweig und da müssen wir uns dann links halten. Verlieren. Oh, hier. Oh, 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 oh. Hier geht es ja richtig bergauf.
Das wird der Motor auch überhaupt nicht gemocht haben. Sehe ich das in dem Werkstern? Oh ja, 93%. Oh oh. Oh, hier werden wir uns hochkämpfen. Hier kämpfen wir uns richtig hoch. Ja, nicht so viel. Noch ein klein bisschen weniger. So, hier kämpfen wir uns gerade gefühlt mit 5 km/h hoch. Ich gehe mal mit dem Getriebe. Ist das doch zu viel für den Zug? So. Oh, der Regler steht noch auf 0. Der Regler war noch aufgeschaltet. Oh! Oh! Ist die Lok auch ausgegangen? Was wischt denn gerade eigentlich der Scheibenwischer? Okay, Vorwärtsgang. Der Regler war noch an. So. Komm schon. Bleib an. Aktivieren wir den Sand noch. Oh. Die Ansteigung ist zu stark für die Lok. Kriegen wir das denn jetzt hin? Die Lok geht auch aus, weil sie jetzt so defekt ist durch die Explosion gerade. Also wir müssen eigentlich nur noch bis hier oben. Ich glaube, es war ein Fehler. Wir gehen jetzt mal auf Laden. Gucken mal, wann der letzte Zeitstempel ist, wo die Lok noch fuhr. 12.28 Uhr. Wir gehen mal darauf. Die Lok rollt da ja noch. Sie rollt den Berg noch hoch. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir sie einfach rollen lassen. Weil ich glaube, durch mein Rumgespiel mit dem Getriebe habe ich es nur noch schlimmer gemacht. Okay, Derail Valley lädt den Spielstand zwar ohne Probleme. Stehe ich hier noch an derselben Stelle? Kurz vor der Weiche? Ne, ich stehe hier unten am Anfang des Berges. Okay. Das wird böse. Ob ich das hier hochschaffe? Schwierig. Unter Umständen brauche ich Unterstützung. Eine Möglichkeit. Wo stehe ich denn hier? Ah, ich bin hier gerade, wo ich die Weichen durchfahren habe. Das ist gut, weil dann finde ich hier vielleicht eine weitere Lok, mit der ich von hinten schieben kann.
Muss nur gucken, ob hier irgendwo eine Lok zufällig abgestellt steht. Oh, sie steht hier, die DE6. Die würde den Zug auf jeden Fall bewegt bekommen. Ist das die einzige Lok, die hier so rumsteht? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Aber es sieht so aus. Hier ist eine Drehscheibe, aber keine kleine zweite Lok oder so. Schade. Ja gut, die DE6, die könnte man jetzt natürlich zum Schieben nehmen. Wo ist das Bahnhofsbüro? Wo blinkt es grün? Oje mene, jetzt hat das gerade so ein bisschen was von Horrorspiel. Hier, da ist das Bahnhofsbüro. Die DE6, kann ich mir die leisten? Nein, die kostet 200.000. Okay. Also kann ich die zum Schleppen auf jeden Fall schon mal nicht verwenden. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich durch das Beschleunigen am Berg anfangen, nochmal so viel Power aufbauen kann. Vielleicht, dass ich den Berg besser hochkomme. So. So. Meine ja auch, sag's mal so, in der geringsten Getriebestufe hat die Lok vermutlich ja auch die meiste Kraft, oder? Wir können jetzt auch, es regnet ja auch, wir können einfach mal den Sandstreuer noch zusätzlich noch mit aktivieren. So, Regler erhöhen. So, 8. Wir fahren jetzt mal mit der Steuerung hier. Drehzahl. Getriebe 1 und höher. So. Ah, das hat ihr gar nicht gefallen. 93%, immerhin das. So. So, und jetzt aufschalten. Regler 7. Irgendwie muss ich den Berg hier hochkommen. So.
Komm schon. Nein, jetzt machen wir das Licht mal aus. Das wird zwar nichts ändern. So, 28. 29. 30. Es wäre ja schon schön, wenn ich mit 30 über den Berg kommen würde. Jetzt habe ich 30 auf der Uhr. Nehmen wir mal auf 6. 31, 32. Ich muss versuchen, so viel Tempo aufzubauen wie möglich. Versuche die Öltemperatur mal ungefähr bei 100 zu halten. Aber jetzt geht sie direkt wieder runter und ich gehe direkt wieder hoch. Ich brauche gut Geschwindigkeit. Wir erhöhen den Sandstreuer mal. Das irgendwie hier hoch schaffen. Weil ich werde auch keine andere Lok zum Schieben finden. So, Taro geht runter. Wir sind da. Okay, komm. 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 Zwanzig. Siebzehn. Sechzehn. Fünfzehn. 13, 12, 11, 10, 8. Die Weiche liegt immerhin schon mal in die richtige Richtung. Zwei, eins. Zugbremse. So. So, Sandsteuer. Einzige, was ich noch probieren kann, ist in die andere Richtung. Ich könnte noch gucken, ob es in die andere Richtung, ob ich aus ihr noch eine Lok holen kann. Aus Maschinenfabrik. Das ist noch eine Überlegung wert. Huch, da war ich gerade unter der Welt. So, damit komme ich hier nach Maschinenfabrik. Weil jetzt wäre es nur noch... Oh. Ich glaube hier lang. Das müsste der Weg nach Maschinenfabrik sein. Ja, da stehen Lokomotiven. Die
Hier müsste ich immerhin nicht über die Drehscheibe fahren. Okay, dann schalten wir die mal schnell ein. Leider hat die blaue keine Mehrfachtraktionssteuerung. Das heißt, wir müssen die dann versuchen, einzeln zu bedienen. So. Ich meine, ich könnte noch eine zweite davon mitnehmen, aber naja. So, das brauche ich mal eben wieder. Dankeschön. Nee, nicht die Windows-Taste. So, Weltkarte. So, Maschinenfabrik. So, da steht unser Zug. Da fahren wir jetzt ganz schnell hin. So. Und dann versuche ich, den zu retten. Ja, dann würde ich sagen, machen wir dann doch mal einen Folgencut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Derail Valley und versuchen, den Zug zu retten. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye.